Hey Leute, willkommen zurück bei Torchlight 2, zusammen mit Frank, mit Buster und mit Krümel, und wir hauen hier ein bisschen, machen die Viecher platt und so. Ja, wir sind so eine riesen Mannerhöhle, das haben wir schon Scharfschützen-Insekten oder was ist das? Müssen wir da ranzoomen? Rattlinie. Rattlinie, ja, gar nicht mehr so. Das sind vermummte Ratten. Oh, guck mal, der saugt mich aus da unten. Guck mal, der macht immer weiter. Saugt der dein Mann aus? Ne, der hat mein Leben gesaugt. Au. Aber das war nicht verheerend, das hat's nur ein bisschen gekitzelt. Mana schämen, ouch. Das ist das Regen. Diese Hunde hier, die hier rumlaufen, die sind übel. Was fliegt denn die ganze Zeit auf mich ein? Ach, die scheiß Steine hier ballern. Ich dachte, die wären kaputt gegangen. Die auch gedacht, dass wenn der Besitzer stirbt, die auch nicht dürfte. Ist eine Falle. Nicht. Ja klar, jetzt bekomme ich nochmal Schaden. Was haben wir hier? Platten, Flickglieder. Nee. Alles magisch. Was ich nicht brauche. Was war das? Achso, okay, das war wieder so eine Mana-Eruption. Ich habe immer Angst, wenn Effekte aufploppen, dass irgendwas Schlimmes passiert. Die mit den Rüstungen, diese Plattenviecher. Wo ich erstmal zigmal auf die raufschlagen muss, bevor ich richtig Schaden mache. Mana schämen, alles schön und gut. Und Mana Steine. Könnte ich mir nicht irgendwie so einen Mana Stein hier mitnehmen und der füllt dann immer meinen Mana auf? Wäre zu einfach. Also wenn ich persönlich jetzt in dieser Welt leben würde und wäre als Magier hier unten, dann würde ich das machen. Klar, hier drinnen befindet sich noch ein Mana Schrein, muss ja auch sein. Bräuchte man keine andere Schreine außer Mana Schreine. Also ich beschwere mich nicht, immer her mit dem Mana. Macht er wieder. Und zack. Und zack. So, pass auf, Frank, wir kommen jetzt langsam, ja, in die Nähe von der Quest. Das wird, denke ich mal, so sein, dass sie bald ein Champion kommt wieder oder ein Einzigartiger. Ja, ich bin immer auf der Hut. Ich meine nur, weil die ja gerne töten. Aber bis jetzt. Da oben ist noch was. Ich meine, vielleicht finden wir auch nur was. Immerhin sollen wir ja, wenn ich mich jetzt nicht total vertue, hier unten diesen Stein aufladen, der verbraucht ist. Macht doch irgendwie Sinn. Wir sind ja in so einer Mana-Höhle. Also, mal gucken, ob wir ein dickes Monster dafür klatschen müssen. Bisher war es zumindest immer so. Ein bisschen Abwechslung, come on! Was haben wir hier? Edelstein platzieren. Okay. Mhm. Ich weiß das schon. Ja. Wahrscheinlich kommt es danach. Ich weiß es nicht. Vielleicht braucht der Stein 2 Minuten. In 2 Minuten kann viel passieren. Ich habe jetzt den Platz noch nicht platziert. Ich wollte jetzt mal hier ein bisschen Schiff machen. Ich habe auch noch nicht angeklickt. Also entweder, wie du sagtest, ist es ziemlich gemütlich, oder wir müssen das Ding dann verteidigen, weil die Monster hier unten nicht wollen, dass wir den aufladen. Zack, zack. Und frage ich mich auch, warum wollen die es nicht? Das ist deren Mana. Darf man nicht nehmen. Du bist schon längst nichts, Lisa. Uah. Oh, jetzt kommt schon wieder so ein Mana-Viecher. So, jetzt. Oh nein. Steht da Eis drin. Muss ich doch mal nachher dran. Weit. Achso, das geht hier einmal rum. Ich wollte gerade sagen, weil wie weit geht's rein? Na los, ablenken. Oh, ich habe einen Debuff. Ich bin vergiftet. Mein Gold. Eisamulett. Nö. Ja, dann leg das gute Stück mal da rein, oder? Mach ich gleich, weil du musst ein Gold nehmen. Gut. Hoffentlich kommt es wieder zurück. Ja. Ja. Oh nein, war mir doch klar. Das ist doch nicht der gewünschte Effekt. Es sei denn, der Effekt war, ihr wollt uns loswerden. Ja. Okay, der hat auch noch so ein Riesenschwert. Der kann Schwertspaltung, passt irgendwie zur Ausrüstung. Oh. Wow. Okay. Ja, das
Das ist sind das die Schwertspaltungen oder ist die Schwertspaltung irgendwie, wenn er auf mich aufklickt, dass ich die Spalten bin einschließen? Da bin ich mir nicht sicher. Vielleicht kann er dich auch mit den magischen Dingern spalten. Wenn ich kurz gucken, wie viel Schaden der mir auf mich macht. Noch alles okay. Aber es ist cool. Die magischen Schwerter können dich angreifen, wenn er mich angreift oder umgekehrt. Das ist gar nicht mal schlecht aufgeteilt. Momentan habe ich nicht so Probleme mit ihm. Der will mir die ganze Zeit auf den Sack gehen. Den Sack. Jetzt geh mal ein bisschen weiter weg. Greif mal nicht an. Hey, bleib stehen! Also nicht du, Frank, sondern der. Ja. So, warte mal kurz, ich nehme die Pistole. Ich nehme die Kreismethode. Dann kannst du ihn ab und zu hauen. Vielleicht ich nicht schießen. Jetzt knallt er. Und? Was sagt er so? Oh doch, wenn er mich direkt angreift, ist es schon ein bisschen blöder. Okay. Da ist er schon wieder auf dich. Matsche, komm, jawohl. Ach. Ja klar, das Schwert. Und? Da oben sind noch ein paar. Also wir haben auf jeden Fall Ruhm bekommen, weil wir ihn umgebracht haben, aber... Jawohl, der Riesblutstein. Hast du was aufgesammelt? Ne, er liegt noch hier. Einfach hier die Karte Viecher platt. Sind die rundherum gespawnt? So. Riesblutstein. So, und jetzt kommt Papi. Oh, hier liegt Gold. Tja, dann. Eigentlich müssten wir dafür extra Bonus verlangen. Echt mal. Das war so nicht abgemacht. Im Vertrag stand Stein reinlegen und aufladen und nicht Monster töten. Oder 300 Monster davor töten. Ja, ich glaube, das ist immer in Begriffen im Vertrag. Würde ich zumindest reinschreiben. Ja, stimmt schon. Okay. Dann ist er jetzt auch glücklich. Bist du jetzt gerade schon draußen? Jo. Ich noch nicht. Ja, fuck. Wenn ich das jetzt aufhängt. Ah, jetzt gehe ich, bin auch draußen. Boah. Ja. Die Ladezeiten sind manchmal ein bisschen angsterregend. Die sind auch variabel. Das ist nicht immer so, ah, die Map hat die Ladezeit. Hm. Gut, dann denke ich mal, gehen wir zu ihnen direkt. Bevor wir es vergessen oder so. Ach, der war ja hier auf der Map, ne? Genau. Stimmt. Die Zeit ist sogar Nacht geworden hier. Ja, genau. Gut, dass du mal gesagt hast, weil ich hatte mich ja gefragt, ob es hier einen Wechsel gibt. Bitte schön, gern geschehen. Ja. Ich freue mich über so Details. Wobei es jetzt ziemlich kalt sein müsste hier. Ja, stimmt. Wüste mit Pinkete. Was liegt denn da? Ach, das war ein Schmetterling oder so? Falsches Lebewesen? Ah ne, den kann man nicht umbringen. Den hatten wir ja gerettet. Aber ich hätte nur noch was legen lassen. Ein Regenmantel. Wo ist da die Ironie? Ja. Ach, bloß wir kommen. Okay, wir kommen hier hoch. Ich wollte mich schon fast beschweren. Oh, hier sind meine Tricke. Gleich mal mitgenommen. Direkt mal angeln hier. So, dann spreche ich die mal an. Mhm. Großer Netzfisch. Ja. Tja, das klang. Nee, andersrum war das. Tja, das klingt, als würde meine Methode funktionieren. Und als wäre das Ereignis das Risiko nicht wert. Echt? Trotzdem, wenn ich mich nicht irre, sollte ich irgendwo anders ein weiteres Mana-Kluft finden können. Und mit ein bisschen Glück ist sie nicht so voller schrecklicher Monster wie dieser. Mhm. Dank für alles, was ihr getan habt. Und bitte behaltet den Glutstein, den ihr aufgeladen habt, als euer Lohn. Mhm. Aha, ja. Erhöhte. Was ist das? Aufladung für Frutzeit erhöht, Mana-Treffer gestohlen. Hm. Naja. Kannst du eine Waffe reinpacken, also für mich ist eine Jüd. Aber warum kann man denn jede Mana-Rissgrube nur einmal benutzen? Ist doch blöd. Der könnte doch jetzt in diese Grube immer wieder reingehen, weil die ist ja jetzt gesäubert. Sozusagen. Ja, und warum ist ja wirklich gerade sagen, warum ist das für ihn kein Erfolg gewesen? Das ist die Frage. So, wir wollen natürlich nicht Richtung Hauptquest, sondern ein hochrangiger Gefangener. Mustafa, wir müssen zum Mustafa, ja, der genau. Ist ganz unten da. Genau, das Grüne.
Da kommt was angehoppelt. Stufe 24. Wann steigst du mal auf? Ich bin Stufe 24. Echt? Jo. Es dauert aber noch eine Weile bis 25. Ey, da, der lebt. Boah, jetzt ist er umgefallen. Plumps. Nichts auslassen hier. Nachher ist ja irgendwo das Viech mit dem Schlüssel. Ja. Weißt du, ist eine Libelle. Oder so ein Käfer hier. Irgendwas. Ah! Dämliches. Komm schon, Käfer. Stirb. Ist ja krass, wie viel Rüstung du hier hast. Ah, hat noch ein Baby hinterlassen. Hab ich erledigt. Du Übeltäter. Ja, schon wieder so einer. Geil. Wo hat er denn hingeregnet? Ach, warte mal, warte mal. Richtig, wo ist das denn? Ich hab grad was. Der regnet nicht im Umkreis von mir, sondern da, wo mein Mauszeiger ist, im Umkreis. Das ist praktisch. Das heißt, ich kann trotzdem noch außerhalb des Geschehens bleiben und meinen Area Damage an den Mann bringen. Ich dachte, wäre immer so. Was ist da oben? Toter Abenteurer. Giftring. Das war wohl schlecht, wenn er tot ist. Hier ist noch ein Knochenhaufen. Ja, das passt. Ah. Felsen, Knochenhaufen. Jawohl, Heiltränke. Für mich nicht. Ah. Könnten ja auch jetzt blutet er wieder, jetzt blutet er schon wieder, ja. Kleine Viecher raus. Und der Schütze da meint, er müsste sich einmischen. Ein Kriegsschlägel und ein Kriegsschlägel weiß. Der eine war grün, der andere weiß. Ja, weiß ist da blöd. Da unten ist schon wieder so ein Käfer. Guck mal, hier ist schon wieder welche mit Ausrufezeichen. Schon wieder welche, die gefangen worden sind. Wie viele? Entweder sind die alle tot, die hier unterwegs sind, oder gefangen. Oh, das sind aber viele. Bitte nehmt das als Zeichen. Boah, ist das schlecht. Ja, irgendwie nichts Gutes dabei. Na, danke. Aber wir sind auf dem Weg zum Mustafa. Also die bleiben jetzt irgendwie hier, ne? Die gehen ja nicht nach Hause, oder? Warum auch? Ist ja so schön hier. Zu Hause gibt's wohl nicht mehr. Da sind schon wieder welche. Mal kurz, ich mach die noch platt. Jetzt kommen noch welche von oben, weil unsere Pets da was gemacht haben. Aber die sind jetzt. So, das ist lol. Jetzt müssen wir den hier machen. Ja. Das ist Mustafa. Mensch. Den Worten dieses Esruir Abschaums zufolge waren ihre Folterknechte auf dem Weg hierher und ich hatte wenig Hoffnung, ihren Methoden standhalten zu können, geschweige denn zu entkommen. Ich muss hier bleiben, damit die anderen Gefangenen sicher zurück nach Zerepesh gelangen. Aber falls ihr Zeit habt, würde ich euch eure Dienste gern weiter in Anspruch nehmen. Aha. Und dafür kriegen wir. Ich habe Waffen, bekomme ich dafür. Mhm. Gar nicht mal so schlechte. Oh. Aha. Durch das nächste. Ich habe eine Mission für euch. Vielleicht sind euch ja die vielen Esri in der Knochenwüste aufgefallen. Wir glauben, dass sie Speer sind, deren Stützpunkt sich in den verlassenen Gewölben befindet. Sie kommen den Stadtmauern allerdings so nah, dass sie auch in viel geringerer Entfernung einen Schlupfwinkel haben müssen, von dem aus sie uns ausspionieren. Wir haben die Möglichkeit eingegrenzt und ich möchte, dass ihr euch im Turm des Mondes in der Knochenwüste umseht. Stellt fest, ob dort Esruir Speer sind und falls ja, kümmert euch um sie. Ist ja klar. Ja. So. Mach mal doch gerne sowas. Ich will noch kurz die Waffe ausrüsten. Ich habe vieles unmögliches Zeug mitgetragen. Was ich gar nicht brauche. Genau. Hier hinten kannst du auch noch mal einen befreien. Und ach, das sind zwei Hinder. Belohnung abholen. Ich dachte, das wären ein Hinder. Verdammt. Hast du die hinten in der Ecke schon befreit? Nee, hol ich mir auch. Gibt ja auch noch irgendeinen Plunder. Ja. Naja. Das kann man am besten verkaufen, guck ich dann mal. Da ist noch ein Knochenhaufen. Da waren wir doch schon mal, oder? Sagt er mir wieder Turm des Mondes? Waren wir nicht?
Obwohl, nee, da waren wir noch nicht. Wir waren direkt da drüber. Wo ist denn der Frank? Warte, ich habe einen Sortieren. Oh, hier ist eine Sonnenuhr. Eine Sonnenuhr? Funktioniert und hier, hier ist ein Schiff gelandet. Da musste man hier, musste man herkommen. Hier sind zwei Sonnenuhren. Guck mal hier. Ach so, cool. Gut, aber was mit denen auf sich hat, würde ich sagen, sehen wir nächstes Mal. Bis dann, euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao. Tschüss.